in der Sonne. Jonas Ems hat ein Statement-Video zu seinem vergangenen Video, zu seinem Beef, beziehungsweise zu seinem Ansagevideo zu Just Nero und Sascha gebracht. Dort will er eventuell mit ein paar Aussagen aufräumen, was ich wichtig und richtig finde. Wer das nicht mitbekommen hat, damals hat Jonas Ems gemeint, alle Meinungsblogger sich inbegriffen zu kritisieren mit einem Rundumschlag, da die ja mit dem Content über andere Menschen Geld machen. Also über andere reden, andere kritisieren als Geschäftsmodell. Als wäre das etwas inhärent Problematisches und hat dabei in seiner Argumentation keinerlei Nuancen aufgezeigt. Und wenn man sich das mal vom Gemüte hält, das Kritisieren oder das Offenlegen von Problemen personenbezogen machen und das zu kritisieren, ist halt kernlost, weil manche Personen einfach gefährlichen Kram im Internet machen und man das outcallen sollte. Das nicht zu tun, investigative Arbeit, ist halt schon problematisch. Und das als das zu problematisieren, ist halt ein wilder L-Take. Hat er anscheinend eingesehen und dementsprechend macht er jetzt hier ein Statement. Ich bin gespannt, was er aus dieser ganzen Sache gelernt hat. Wir gehen rein. Was geht, Leute? Ich habe vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, das bei einigen anderen YouTubern gemischte Reaktionen ausgelöst hat. Jetzt werde ich langsam wütend. Jonas, wenn du nochmal behauptest, dass Aline Bachmann und Simex meine Kollegen sind, dann kracht's zwischen uns beiden. Also das war frech. Das war frech. Das war halt wirklich frech. Da wäre ich auch salzig geworden. Yo, Junge. Allein mit den beiden in einem Satz genannt zu werden, ist schon wild. Ich mir dann am Ende anhören muss, ja, dein einziges Geschäftsmodell ist es, Menschen runterzumachen. Und mit gemischter Reaktion meine ich, es gab Gegenwind und das auch von den Zuschauern. Du machst gerade genau das, was du selber kritisierst. Sich aber an den gleichen Methoden bedienen. Richtiger finde ich es, vor Menschen wie Julienko öffentlich zu warnen. Doppelmoral. Ja. Das Video trägt den Titel, wenn Kollegen kritisieren, dein Geschäftsmodell ist. Und ja, das Video war nicht nur sehr gewagt, sondern einiges, was ich in diesem... Es war komplett dumm. Es war komplett dumm und doppelmoralisch. Es ist völlig richtig, gewisse Plattformen, die Menschen sind, im Internet zu kritisieren. Wenn ich eine Plattform, deswegen habe ich das so aufgeregt, wenn ich zum Beispiel eine Plattform habe, so, wo es okay ist, Tiere zu misshandeln, dann ist das völlig, völlig idiotisch, allgemein über Tiermisshandlung zu diskutieren. Das nimmt die Plattform nicht, dieser Person, die das auf seiner Plattform macht. Wenn wir ein gutes Beispiel, der Grund, meine Origin-Story, warum ich effektiv jetzt als Teil der Meinungsblogger-Community existiere. Ein No-Skin, der damals widerlichen rassistischen Content gemacht hat, auf dem Rücken von, in dem Fall, Adoptivkinder, die schwarz sind, meine Wenigkeit und meine Schwester in dem Fall, so. Wenn ein Just Nero das nicht outgecallt hätte und das thematisiert hätte anhand dieses Kanals, dann würde der Kanal jetzt immer noch diesen widerlichen Content machen und... Ich wäre nicht Teil der Meinungsblogger-Szene, weil ich habe damals in meiner Reaction als betroffene Person mich gegen diese ekelhafte Art und Weise ausgesprochen und ich bin nur aufmerksam darauf geworden, wegen Just Nero. Das jetzt zu kritisieren, um zu sagen, das ist ja schon problematisch, diese Geschäftsmodelle, ne, andere Menschen zu kritisieren, so, das ist halt vergleichbar mit, ja, aber diese investigativen Journalisten, die schleusen sich ja in große Konzerne ein und finden heraus, dass da Kinderarbeit ist. Das ist ja ein komisches Geschäftsmodell, mit Geld zu machen, indem du die moralisch verwerflichen oder outright strafbaren Sachen von anderen Leuten diskutierst. So. Das ist ein komplett loster Take. Und in dem Fall einfach mal kurz nachfragen, ob das Video vielleicht eine komplette Verrennung sein Urgroßvater ist oder nicht, bevor man es hochlädt. So. Hat er anscheinend reflektiert, fände ich wichtig. Mich hat es, wie gesagt, mega wütend gemacht, weil natürlich kannst du innerhalb der Meinungsblogger-Szene einzelne Creator kritisieren dafür, dass sie mit ihrer Verantwortung, der Reichweitenverantwortung, nicht gerecht werden, wenn sie einfach nur auf Leute draufhacken, wie ich zum Beispiel zurzeit mit Thomas. Und mich kann man dafür natürlich gerne kritisieren, wenn man halt Empathie gegenüber jemandem hat, der meint, dass alle Opfer nach Machtmissbrauchen eine klitzekleine Teilschuld haben sollten oder haben und das dann aber doch nicht mehr und dann aber doch irgendwie doch im Recht ist und dann von deutschem Blut und deutschen Gen spricht. So. Also wenn man da mit dem Empathie haben möchte, so be my guest, kritisiere mich gerne für meinen Fokus. So, ist mir dann aber auch relativ egal. Video gesagt habe, war aus meiner heutigen Sicht schlichtweg auch einfach falsch. Ja. Und um diese Stellen zu korrigieren, dafür ist dieses Video hier heute da. Ich habe mir alle Reaktionen... Guck mal, und das ist schon stabil. Hier wurde offen ein Fehler eingeräumt.
kein Ja, aber und hin und her gewiesen und Heckmeck oder sowas. So. Das ist doch schon mal stabiles Statement. Offen und transparent. Das war Quatsch. Das war falsch. Fertig. Also bisher schon mal ganz nice. Auf mein Video in Ruhe angeschaut und muss sagen, ich mochte den Diskurs sehr. Alle Parteien sind super konstruktiv geblieben und auch die Zuschauer mit ein paar wenigen Ausnahmen waren super inhaltsbezogen. Das hat in Aspekten vielleicht... Deswegen habe ich meine Reaction nicht hochgeladen. Die wäre alles aber nicht konstruktiv gewesen. Oh, war ich wütend. Ich war nicht wieder wütend. Damit zu tun, dass ich mit keinem der genannten Personen weder privat noch beruflich Probleme habe. Ganz im Gegenteil, ich hege sogar durchaus Sympathien mit einigen der Leuten. Aber umso schöner fand ich, dass mir von deren Seite aus ganz offen gespiegelt wurde, was ich falsch gemacht habe. Deswegen heute dieses Video hier, in dem ich Stellung auf die Kritik beziehe und meine Fehler korrigiere. Das komplettiert für mich ganz gut diese Debatte und ich glaube, danach können wir ganz gut einen Haken hinter die Sache machen. Für Leute, die das Originalvideo nicht gesehen haben, ganz kurz und knapp zusammengefasst. Ich habe beobachtet, dass YouTube-Videos, die sich auf einzelne Personen konzentrieren und diese kritisieren, tendenziell besser performen und mehr Engagement generieren als jene, die allgemeiner gehalten sind, also sich nicht auf einzelne Personen beziehen. Dabei habe ich explizit auch auf andere YouTube-Kanäle verwiesen, wie zum Beispiel... Wobei diese Analyse ja als solches noch nicht bahnbrechend ist. Menschen interessieren sich natürlich eher für personenbezogene Thematiken, weil wir halt Menschen sind. Und wenn ich jetzt eine Dokumentation über irgendein random Thema ausschweifend sehen möchte, so, dann kann ich das natürlich tun, aber wenn ich jemanden sehe, den ich kenne, der irgendwas gemacht hat oder irgendwas passiert ist um diese Person herum, dann habe ich nochmal einen anderen, einen parasozialen Bezug zu diesem Thema und das nochmal eine ganz andere treibende Kraft, wenn es um dieses Engagement geht, als wenn 7 Gründe, warum Klimawandel schrecklich ist, im Vergleich zu, wie dieses Unternehmen unser Klima zerstört. Oder wie dieser CEO unser Klima zerstört. So, da will ich halt eher genau wissen, was dieser Mensch das macht, weil allgemein, ja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Wenn nicht, ich habe keine Lust dazu. Beispiel Just Nero oder Sascha, die ähnliche Inhaltsstrategien Nero. Verfolgen. Ich habe die möglichen Gründe für die Beliebtheit. Ähnliche Inhaltsstrategien? Sascha ist doch full on Trash-Content und diese Influencer und Just Nero ist doch nicht nur, ja gut. Ja gut, da kommt wieder der Just Nero Stan in mir raus, ich halte die Klappe. Solcher Inhalte diskutiert, wie die menschliche Neugier und das Bedürfnis nach Sensation. Und zusätzlich habe ich die moralischen und ethischen Aspekte dieser Praxis angesprochen und hinterfragt, ob es gerechtfertigt ist, Menschen öffentlich anzuprangern und ob die Intention hinter solchen Videos wirklich aufklärerisch ist oder eher auf Klicks abzielt. Das sehen manche nun ganz anders. Gehen wir die einzelnen Kritikpunkte einmal durch. Erste Kritik, der Titel. Der Titel lautet, wenn Kollegen kritisieren, dein Geschäftsmodell ist. Und Just Nero mochte bereits das Kollegen nicht so gerne. Ich würde es nicht Kollegen kritisieren nennen. Du hast ja unter anderem selber Simex und so aufgeführt. Ich will es jetzt nicht unbedingt sagen, dass Simex ein Kollege von mir ist. Nur weil der gemeinsame Nenner ist, mit Social Media seine Brötchen zu verdienen, das wirkt so ein bisschen framed, auch wenn ich nicht glaube, dass es von ihm beabsichtigt ist. Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Ist ein Fischverkäufer mit Stand auf dem Markt in Köthen? Meine Fische, die müssen noch mit. Der Kollege von einem Marktschreier für Autoreifen aus. Nur weil sie beide waren auf dem Markt. Was soll denn war das? Verkaufen? Ja, wohl eher nicht. Diese Anmerkung kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ganz klar ist nämlich, der Titel ist provokant und überspitzt. Denn erstens, Geschäftsmodell klingt sehr ökonomisch und viel durchtriebener, als die Absichten eigentlich sind jener Creator, die diesen Content machen. Und zweitens, das Kollegen ist natürlich auch eine sehr überspitzte Sicht der Dinge. Also, Just Nero hat schon ganz gut erklärt, sind YouTuber alle Kollegen? Sehr wahrscheinlich nicht. Habe ich in einem anderen Video auch gesagt, so, ich möchte selber... Warum nicht aufklärerisch und auf Klicks abziehen gleichzeitig? Man kann nicht ohne Audience aufklären. Ja, obviously. So, natürlich. Die Kritik war völlig hinrissig. So, wenn er einen, ich will den Namen gar nicht aussprechen, so, aber ein George TV das unterstellen würde, so, dann wäre es valide gewesen. So, kann man machen, haben wir alle schon 1000-mal verurteilt, diesen widerlichen Schmutzkanal. Haben wir 1000-mal schon gemacht. Aber er hat hier explizit eher YouTuber genommen, die das eben nicht machen. Und dann, also Leute, cool, also das, da Kollegen, das ist halt so. Nicht, dass jeder YouTuber auch mein Kollege ist. Das ist einfach nicht so. Der Titel ist vor allem auch deswegen etwas problematisch, weil dieses Kollegen suggerieren könnte, dass es eben nochmal problematischer ist, Kritik zu formulieren, weil es eben Kollegen sind und es deswegen irgendwie so ein 31er-Move irgendwie klingt. Ja, es ist auf doppelter Ebene ist es hinterhältig. Also so, das suggeriert das Wort. A, man
exploitet, also man bereichert sich wirtschaftlich daran, andere Menschen zu kritisieren. Und das gibt der macht das nur fürs Geld und nicht für die Aufklärung im engeren Sinne. Oder halt, weil diese Person was Wichtiges zu sagen hat. Neo-Donation vom Adam1Rahl-Hipster-Bee-YouTuber sind nicht alle Kollegen. Aber Thomas ist doch unser bester Freund, Kappa 1. Thomas ist unser bester Freund. Wir und Thomas sind Kollegen. Wir sind beste Freunde. Danke für die 1. Vielen Dank. Das war wichtig, das nochmal zu erwähnen. Doch, wir sind beste Freunde und Kollegen. So, halt dieses Wirtschaftliche impliziert, dass man halt ein wirtschaftliches Interesse hat, seine Kollegen zu kritisieren. Und dann, Kollegen impliziert auch eine soziale Komponente. Heißt, man seine Bekannten, seine Freunde. Und das ist halt nochmal doppelt ekelhaft. Und deswegen ist das Wort Kollege schon reißerisch und effektiv das, was er anderen Leuten vorwirft. Und das wurde ja auch kritisiert. Also so, ebenso nach dem Motto, ja, Kritik formulieren ist schon nicht gut, aber Kritik an einem Kollegen formulieren, wie kannst du nur? Also ich meine, gerade weil es Influencer sind, sollte man eben doppelt gut hinschauen. Also ja, der Titel alleine schon war, um das ganz transparent zu sagen, einfach deswegen gewählt, weil er aufmerksamkeitsstark ist und viele Leute auf das Video draufklicken sollten. Aber auch da kann ich ganz ehrlich sagen, diese Absichten versuche ich eigentlich mit fast jedem Titel zu kriegen, weil das ist am Ende natürlich die Absicht von den Videos, dass sie gesehen werden. Deswegen werden die gedreht. Und ja, das war pure Doppelmoral. Das war pure Dopp. Weil bei ihm ist das ja okay, deswegen wird es ja gedreht. Und bei anderen muss man das dann kritisieren, die Titelwahl. Weil das kann ja nicht sein, dass andere Leute Klicks machen mit ihren Videos und davon leben können. Dass sie sogar Miete zahlen müssen, diese anderen Leute. Dass sie nicht einfach mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurden. Das ist ja widerlich. Diese armen Leute. Armut von Menschen. Einfach Armut loswerden. Widerlich. Das ist ja Doppelmoral. Und das hat mich auch so unglaublich wütend gemacht in dem Video. Es war halt Doppelmoral, sein Urgroßvater. Ein Video darüber gemacht, die Handhabe des Titels zum Beispiel explizit kritisiert von anderen und 1:1 dieselbe Handhabe an den Tag gelegt. So. In dem Video, wo er die Handhabe von anderen kritisiert. So. Also, und das war ja nicht das Einzige. Ne? Auch das Framing wurde ja auch kritisiert und auch das hat er gemacht. Also es war halt wirklich ein schlechtes Video. ADM1RAL-HEPSTERCHEATX100, wenn du arm bist, verdien einfach Geld, Kappa. So nämlich. Hast du schon mal versucht, einfach mehr Geld zu verdienen? Tangiert natürlich auch einiges, was ich in meinem letzten Video gesagt habe, was eben nicht ganz richtig ist. Wie eben auch der nächste Punkt jetzt. Zweite Kritik, Name-Dropping. Einer der Hauptkritikpunkte bezieht sich auf folgende Aussage aus meinem Video. Nichtsdestotrotz muss man aber... Du darfst mich bei jedem Bier kritisieren. Auch sagen, dass man den Content, wenn man es wollte, durchaus auch allgemeiner halten könnte, ohne eben explizit immer mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen zu müssen. Um darüber aufzuklären, warum die Teilnahme an Gewinnspielen gefährlich ist, muss man nicht ein einzelnes Video über einen Leroy oder einen Julienko drehen, sondern kann ganz allgemein ein Video einfach der Problematik an Gewinnspielen widmen. Um zu erklären, warum Trading-Telegram-Gruppen oftmals ganz schöner Scam und Abzocke sind, muss man den Case nicht explizit um ApoRed herumbauen. Dieses kleine, aber entscheidende Extra quasi in jedem Video, dieses riesige Beispiel-Aushängeschild für das jeweilige Problem dabei zu haben, ist aber eben oftmals der entscheidende Unterschied für den Erfolg des jeweiligen Videos. Meine Idee... Ja, bei dem Tag kriege ich auch jetzt einfach schon wieder Puls. So. Das ist so unglaublich unüberlegt. Weißt du, ein Content-Creator, ganz, ganz simples Beispiel, ein Content-Creator plant gerade einen Exit-Scam. Ne? Will gerade ganz viel Geld einsammeln, so, um dann ganz schnell aus diesem Projekt rauszugehen und alle Leute ohne das Geld sozusagen zurückzulassen, die vor den Kopf zu stoßen. So. Und andere, die das wissen, könnten natürlich jetzt das outcallen und sagen, hey, diese Person ist ein Betrüger und will dich um dein Geld bringen. Und Jonas Ems sagt dann, nein, man kann ja auch generell im Allgemeinen über Betrug sprechen. Man muss ja nicht unbedingt den Namen der Person nennen. Ja. Wenn du kein Interesse daran hast, dass diese Person in die Verantwortung gezogen wird, dann kann man natürlich ganz allgemein über Betrug sprechen. Ähnlich wie mein Beispiel eingangs. Du hast einen Kanal, der baut auf Tiermisshandlung auf. So. Und in dem Fall will Jonas nur allgemein über Tiermisshandlung sprechen. Aber nicht über die Praxis des Kanals, damit dieser Kanal dementsprechend auch dem Gericht überantwortet werden kann, weil nicht jeder weiß. Und die von dem Kanal wissen, die unterstützen das. Was ekelhaft ist. Also es ist halt... So, ja, oder Warnung vom Enkeltrick. Leute, alte Menschen, ne, es gibt... Es gibt den Enkeltrick. Fallt bitte nicht auf den Enkeltrick drauf rein.
So? Und nicht, dass gerade Person X oder Y mit dem Namen was weiß ich was genau diesen Trick in deiner Nachbarschaft durchführt. So, das ist halt, es ist halt wirklich unüberlegter Take gewesen. Also komplett unüberlegter Take gewesen. Zu dieser Zeit war also, hey, nicht immer auf einzelne Leute gehen, sondern einfach mal versuchen, Themen allgemeiner zu behandeln. Diese Aussage ist schlichtweg einfach dumm. Selbes Ding mit ApoRed und SA an Frauen. Ja, lass doch lieber allgemein über Assault sprechen und sprecht doch nicht andauernd über den Menschen, der auf öffentlichen Veranstaltungen Leute assaultet anscheinend. So. Lass den doch mal, den Täter doch mal hier kommen. Im Geheimen. Täterschutz, so. Und lass uns lieber allgemein über das Problem in unserer Gesellschaft. Ich so, ja, es ist halt ein dummer Tag gewesen. Es war halt wirklich ein dummer Tag. Und es gibt dafür auch gute Gegenargumente. Nicht jedes Gewinnspiel oder sonstiges in der Richtung ist ein Problem. Auszupointen, welche aber auf jeden Fall kritisch sind, ist nicht optional, sondern unerlässlich. Wofür macht man die Kritik? Logischerweise erstmal, um den Influencern zu sagen, hey Bro, mach mal nicht. Aber wofür noch? Um den Zuschauern vielleicht mitzuteilen, wo sie lieber etwas vorsichtiger sein sollten. Ich nehme einfach mal ApoRed als Beispiel. ApoApo macht eine Insta-Story und empfiehlt, Bro, 2K, zack, zack, auf Finanzhasen angelehnt, ab in die Telemedi-Gruppe von Lukas, auf ganz Niki angelehnt. Ich komme mir einfach nur bekloppt vor, wenn ich das mache. Wie kann man den ganzen Tag so reden? Naja. Es ist wichtig, dass man dann nochmal anführt, dass das einfach absolut lächerlich ist, dass ein ApoRed so redet. Das ist wichtig. Das dürfen wir generell nicht vergessen, dass das ein erwachsener Mann ist, der so redet. Auf Ernst. Wie erreiche ich die Zielgruppe, die ApoRed damit anspricht, am besten? Wie erreiche ich den Instagram-Nutzer xxaporotfan1312xx am besten? Mit dem generischen Video auf YouTube, welches den Titel trägt, manche Telegram-Gruppen, wo Investment-Tipps gegeben werden, sollten vermieden werden. Oder ApoReds gefährliche Trading-Tipps. Scam? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Weiß ich nicht. Na, der betroffen ist von der Investment-Empfehlung Red, der hin und her überlegt, 2000 Euro in die allerechte Telegram-Gruppe zu sneaken, weil er ein Fan von ihm ist und dank parasozialer Bindung weniger hinterfragt, lange kein Input von außen kommt. Ich meine, das war schon ein Stück weit salzig in der Argumentation, so, ne? Aber trotzdem noch empathisch genug so und nicht bösartig so. Ich hätte die Ruhe nicht, ne? Ich wäre da komplett reingegangen. Also, das ist halt so offensichtlich dumm. Das ist so offensichtlich dumm. Da hätte ich mir nicht die Zeit genommen, aufzuzeigen, ohne Seitenhiebe und so, ohne hämischer, wirklich gemeiner Seitenhiebe, wie dumm das ist. What the hell? Was zur Hölle ist hier los? Eine 50er Subbombe. Eine 50er Subbombe. Eine 50er Subbombe. Was zur Hölle? Einfach eine. Benny, bist du von allen guten Geistern verlassen? Eine 50er Subbombe. Wie bitte? Vielen Dank. Eine 50er Subbombe. Moin. Moin. Eine 50er Subbombe. 50 Subs. 50. Waffel, vielen Dank für die 100 Bits. Ehre. Einfach. Waffel Cheer X 100. Moin. Vielen, vielen Dank für die 50er Subbombe. Und Waffel nochmal, vielen Dank für die 100 Bits. Ey, was zur Hölle ist denn hier schon wieder los? Benny, da brennst doch. Willst du unsere Miete übernehmen? Benny einfach erwartet nur so, und diese Miete zahle ich auch noch. Vielen, vielen Dank. Ehre, Ehre. Ich kann das doch alles nicht. Vielen, vielen Dank. Ist das krass? Ich komme nicht klar. Einfach meine Niere jetzt verkauft. Einfach meine Niere verkauft. Was klickt er eher an? Weiß ich ja nicht. Auch Sascha macht das sehr gut deutlich anhand eines Cases, bei dem sie einen Coach exposed hat. Die Leute, die vielleicht den Namen einfach mal gegoogelt haben oder auf YouTube eingegeben haben, die wären auf meine Videos gestoßen und hätten dann auch mehr hinterfragt, hätten dann gesagt, okay, warte mal, irgendwie klingt das alles ein bisschen komisch, klingt auch vielleicht nicht so ganz seriös, vielleicht lasse ich lieber die Finger davon. Und im Grunde haben das auch alle anderen, die auf mein Video reagiert haben, sehr gut erklärt, warum es eben in vielen Aspekten wichtig ist, den Namen... Ich verstehe halt nicht, warum man ihm das erklären muss. Ich meine, der ist...
ich habe das im Chat gerade schon gesehen gehabt, der ist seit 10 Jahren auf Social Media. Der hat doch genug Scams und sowas mitbekommen. Also das verstehe ich beim besten Willen nicht. Also wenn der jetzt, keine Ahnung, mein Mitte-60-jähriger Onkel, der wahrscheinlich auch genug vom Internet versteht, um das zu verstehen. Aber also, meine Oma wird's nicht checken. Die wäre aber auch so jemand, die würde auf sowas reinfallen. So. Der Junge, der sieht doch so nett aus, der wird sowas doch nicht machen. Nee. So, doch, Oma. Doch, hier, guck dir mal das Video an. Da ist auch sind auch Beweise. Ja, aber nö, aber... So, die wird darauf reinfallen. So, ich verstehe nicht, warum man das Argument nicht sofort sieht. Und der hat ein ganzes Video gemacht, das geschnitten und hochgeladen. Verstehe nicht. Explizit zu nennen. Alicia hat sogar sehr gut erklärt, warum es eine ganz bewusste Strategie von ihr ist, das so zu tun. Ich versuche nicht Influencer per se zu bashen, aber wenn ich einen... Lol. Ja, nee, ist klar. ...gesellschaftliches Problem sehe und darauf aufmerksam machen möchte, nutze ich sehr gerne Influencer oder andere Personen des öffentlichen Lebens für zum Beispiel das Thumbnail und als Einsteiger in das Thema, weil ich dann weiß, dass viel mehr Menschen das Video anklicken. Und ich muss diese Aussage, die ich in diesem alten Video getätigt habe, also vollständig revidieren. Es ist nicht nur in Ordnung, einzelne weil Leute... Weil die einfach wirklich null tragbar ist. Diese Aussage war wirklich komplett nicht tragbar. Also wirklich, ich habe selten eine so untragbare Aussage gesehen. Außer alles, das, was aus Thomas' Mund rauskommt, so, ne? Explizit zu kritisieren, sondern manchmal sogar notwendig, um andere Leute zu schützen. Es ist ganz sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich, wie man das betrachten kann, wie oft und wodurch jemand kritisiert wird. Und es gibt mitunter auch Kanäle, die übertreiben es auch einfach. Die schlachten ein Beef bis ins Endlose aus oder liefern vielleicht gar keinen. Außer mir keiner. Und wisst ihr wieso? Weil. Thomas! So nämlich. Man könnte ja sagen, ich würde mich dafür schämen. Nicht im geringsten. Das ist was Persönliches. Ich bin für meine Kleinlichkeit und für meine Unversöhnlichkeit bekannt. Keine substanziellen Argumente, sondern machen das Ganze wirklich ausschließlich mit einer Intention, um daran auch in diesem Gesamtbeef dann eben möglichst noch Klicks abzugreifen. Aber Name-Dropping generell zu kritisieren, das ist einfach der falsche Ansatz. Dritte Kritik. Irgendwann ist auch mal gut. Ein weiterer Kritikpunkt ergab sich aus folgender Stelle. Nehmen wir noch als Beispiel den Case rund um Julenkos neue Freundin Tanja. Die wurde in YouTube-Deutschland nämlich ordentlich durch den Fleischwolf gezogen. Von der Sascha, von der Alicia Joe, nochmal von der Sascha, von Marvin Hobbs genommen und nochmal von der Sascha. Die Frage ist hier eben, braucht es Aufklärung rund um übertriebenen Konsumismus, gefährliche Kooperationspartner und Beauty-Behandlungen? Definitiv ja, die Aufklärung braucht es. Muss ich das Video dabei immer rund um Tanja drehen, nur weil sie das macht? Müsste nicht unbedingt. Wird das Video aber dadurch... Ein Loster Take. Auch ein Loster Take. Wenn Personen einfach nicht aufhören, also die hat ja einfach alles mitgenommen. Die hat ja einfach alles gemacht. Alles, was man so kritisiert, wenn sie mit einer riesen Reichweite auch das alles macht, so hören. Ja. Gut, wenn man dieselben Sachen immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder kritisiert, obwohl die Sachen nicht neu sind, so dann kann man sagen, oh, ist ja auch mal gut, so. Aber in dem Fall. Ne? Viel besser angeklickt, auf jeden Fall, definitiv. Und ist es Tanja am Ende selber schuld? Ja, safe natürlich auch. Deswegen, man kann niemand... Jo, was geht für dich bei dir nochmal für die super aufarbeitete Teilschuld, Thomas Sange, bedanken. Es war teilweise wirklich sehr lustig. Wichtig und richtig. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es ist wichtige, schmerzhafte und schweißtreibende und vor allem sehr lukrative Arbeit, aber sie muss getan werden. Und die Staffel ist ja noch nicht zu Ende. Sie ist gerade pausiert, sag ich mal. Wir warten jetzt sehnsüchtig darauf, dass Thomas aus der Versenkung kommt und beweist, warum er in der Kritik steht. Mit seinem nächsten Video. Weil das hat er bisher immer so gemacht. Er wird kritisiert, kommt in dem nächsten Video und zeigt, dass er zu Recht kritisiert wird und dass da noch viel mehr zu kritisieren ist. Ah, ich sehe mich schon irgendwann seine ganzen Feminismus-Videos alle angucken und darauf reagieren. Ich sehe das schon. Weil irgendwann die Argumente so, früher habt ihr mich alle gemocht und jetzt kritisiert ihr mich nur, weil ihr Heiler seid und ich habe immer alles gut gemacht und oh, es wird so sein. Egal.
Ja, bitte. Was passiert in Staffel 3? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Das ist wirklich schlimm. Es ist teilweise wirklich unerträglich. Er macht auf jeden Fall noch ein zweites Video. Auf jeden Fall. Mit Ansage. Ich habe ganz viele Vögelchen, die mir ganz viele schöne Dinge zwitschern. Einen Vorwurf machen. So ganz sinngemäß sage ich sowas wie, ja, einmal jemanden zu kritisieren ist ja okay, aber mehrfach, das ist wirklich nicht nötig. Alicia erklärt hier aber ganz gut, warum das völlig okay ist, dass das öfter passiert. Wenn eine Tanja hingeht, für die ekelhaft shadiesten Unterspritzer auf ganz TikTok Werbung macht, die 14-Jährigen sagen, hey, komm doch bitte in unsere Praxis, mit Unterschrift deiner Eltern können wir auch deine Lippen unterspritzen, für Lottoland Werbung macht, eine Lottogesellschaft, was verboten ist, halb illegal ist, richtig ist. Lottoland ist nicht sanktionierte, erlaubte Online-Sport. Online-Sport. Online-Glücksspiel. In Deutschland. Lottoland ist nicht. Galeria oder wie das diese Dinges da hieß da von Lottoland, das ist nicht erlaubt gewesen. Das zählt nicht zu den erlaubten Glücksspielen. Anbietern. Das zu bewerben und darin zu partizipieren, ist verboten. So effektiv problematisch. Wertige Sachen eigentlich wert, dass das angezeigt würde. Für Trendy Joll-Werbung macht im nächsten Atemzug etwas, was fast wie Shein ist 2.0. Richtig, richtig komische Billig-Fashion-Marke. Ja, sorry, aber was soll man denn dann machen? Natürlich wirkt es dann von außen. Irgendwann ist auch genug. So wie, alle haben sich auf Tanja eingeschossen. Aber wenn Tanja... Ich glaube, das Video kam damals zustande, weil er selber so einen extremen Shitstorm bekommen hatte, als er gegen Pferdebesitzer geschossen hat, weil er Reitsport als Tierquälerei betitelt hat, was es ja auch ist. Reiten ist komisch. Also Pferdemenschen, ihr seid komisch, ich verstehe euch nicht. Und hatet mich ruhig, ist mir wirklich egal. Ich habe bombastischer Seitenblick in Richtung Pferdebesitzer. Die sind riesige, komische Fluchttiere, die dich treten, wenn du an denen vorbeigehst. So. Und ich habe eine katastrophal große Pferdehaarallergie. Ich hasse diese Scheißtiere. Oh Gott. Und Leute, die sich auf diese komischen Kackviecher raufsetzen, so. Ihr seid komisch. Seht es ein. So, und er hatte halt nicht die mentale Fortitude, den Shitstorm auszuharren. Bei seiner Größe hat es natürlich auch deutlich mehr Leute gesehen und haben deutlich mehr Leute mitbekommen, die sind wirklich wütend geworden und ich kann mir vorstellen, dass man gerade, wenn man in der Mitte so eines Shitstorms ist, dass man nochmal eine gewisse Empathie bekommt bezüglich anderer Leute und der öffentlichen Kritik, was ich nicht verstehen kann. In dem Fall hat er alles richtig gemacht. Er hat halt Pferdebesitzer kritisiert. Einer muss es ja tun. Geule. Pferdemensch. Jede Woche mit einer neuen Scheißaktion um die Ecke kommt, dann ist das ja auch irgendwie die zwangsläufige Reaktion. Und damit hat Alicia natürlich völlig recht. Wer so dumm ist, sich in einem zweiwöchentlichen Zyklus neue Skandale zu erlauben, der soll halt auch in vielen Videos von Creatoren wie zum Beispiel Sascha vorkommen dürfen. Also auch hier gebe ich der Kritik vollkommen recht. Es gibt bei unmoralischen Handlungen kein... Ich hoffe, Thomas macht Notizen. So funktioniert das, ein Statement zu machen und auf die Kritik einzugehen und zu hören. Irgendwann ist auch mal genug, das zu kritisieren. Punkt. Muss man mehr nicht zu sagen. Vierte Kritik, Lösungsansätze. Ich weiß nicht genau, was mich da geritten hat, aber irgendwie kam ich zu diesen absurden Lösungsansätzen. Also wenn es einem selber explizit darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person auch einfach schreiben. Und wenn man ein größerer Creator ist auf YouTube mit mehreren hunderttausend Followern, dann wäre es nicht mal mega unwahrscheinlich, dass auch ein Julienko oder so es mitkriegen würde, wenn man ihm schreibt. Oder wenn man weiß, dass die Person faktisch richtig was verkackt hat, dann kann man das auch einfach zur Anzeige bringen und müsste darüber nicht unbedingt ein Video machen. Also das ist... Und ich glaube halt wirklich, dass das, New Donation from Adam1Ral_Hipster-Pferdereiten ist auch komisch. Drachenreiten macht viel mehr Spaß, Kappa 1. Wollte ich gerade sagen, können wir jetzt einen Feuersprung, dann lohnt sich das wenigstens. Erstmal anzeigen. So, also, ich glaube halt for real, dass er dieses Video gemacht hat, vor allem seine Lösungsansätze, die gewesen wären, die er sich gerne gewünscht hätte von anderen Creators, die ihn auch kritisiert haben. So. Dass er da ein bisschen projiziert hat in die Thematik. Und das kann ich nachvollziehen. Dann macht das auch alles viel mehr Sinn, was hier zustande kam. So. Wenn man selber halt, mein Gott, gerade mitten in dem Shitstorm war, sich deswegen auch schrecklich gefühlt hat und
psychisch auch belastet war wahrscheinlich. So. Und er sich vielleicht da einfach mehr Solidarität von anderen Creatern, Kollegen gewünscht hätte. Da deswegen vielleicht auch der Begriff Kollege naheliegend. Das kann ich mir nach... Das kann ich dann wieder schon verstehen. Die Doni ist... Nee, ist da. Admiral Lipster, erstmal vielen Dank. Neo-Donation vom Leonie-0845. Ich finde ja, man hätte die deutsches Blut-Aussage nicht zusammen mit Thomas aufbringen sollen und lieber kritisieren, dass solche Wörter böse böse sind, anstatt den armen kleinen Goblin in die Öffentlichkeit zu ziehen. Eins. Nachdem er das in einem Livestream in der Öffentlichkeit gesagt hat, hast du völlig recht. Hast du völlig recht. Vielen Dank für die Eins. Beides vollkommener Quatsch. Dass Leute anzeigen oftmals gar nicht so einfach ist, das erklärt Sascha hier ganz gut. Das Problem mit solchen Aussagen ist, dass es eben eine sehr vereinfachte Sicht ist. Denn oftmals kann man Leute für ihr Vorgehen nicht belangen, auch wenn es nicht richtig ist. Das habe ich unter anderem in diesem Video erfahren. Es ging um verharmlosende Alkoholwerbung von Influencern und die Stories waren teilweise nicht mal ab 18. Zack. Und dieses Sommergetränk hat 20% Alkohol nur, was gar nicht so viel ist. Das heißt, es ist eher so ein bisschen was Gemütliches zum Entspannen, abends vielleicht noch so auf der Terrasse. Aber Fast! Hey, dieser Wodka, der hat nur 20%. Der ist zum Entspannen. Digga, ein Bier ist zum Entspannen. Ein Glas Wein ist vielleicht auch noch so zum Entspannen. Aber 20% Wodka, so, das ist nicht zum Entspannen. Du trinkst Wodka nicht zum Entspannen, wenn du, außer wenn du bist Pole. Aber Polen entspannen generell nicht. 20%. Damit machst du, wenn überhaupt, machst du da Cocktails mit und klöpfst dir in den Kopf. Also, was für nur 20%. Hau dir eine halbe Flasche in den Turm und die Lampen sind auch an. Vor allem, wenn du minderjährig bist. Du kannst ja auch nicht ausschließen, dass nur das Minderjährige das sehen. Sich denken so, ah, so der 40-prozentige, der schmeckt mir zu scharf. Das ist halt, Wodka schmeckt halt wie eine flüssige Klinge, so. 20% ist viel bekömmlicher, dann lass uns lieber mit 20% kaputt saufen, so. Ich meine, damals, als in meiner Partyzeit, so mit 18 oder so. Gut, ich gebe es zu, ich bin, glaube ich, mit 20 erst richtig feiern gegangen, so 1920. Ich war ein sehr Spätentwickler. Ein sehr Spätentwickler. Da haben wir uns hier diesen, wie heißt der? Wodka Cranberry, glaube ich. Blackberry geholt. Und der hat irgendwie auch nur 18% oder sowas. Einfach eine Flasche Sprite reingekippt und einfach so weggesoffen, den Scheiß, weil er halt nur wenig Prozente. Und dann kannst du ihn doch auch nicht in den Turm stellen. So, also, wenig Prozente ist nicht für gemütlich. Wenig Prozente ist, wenn es schnell ordentlich scheppern soll und du aber am nächsten Tag noch laufen willst. Ah. Und da habe ich die Cam sogar schon. Da habe ich die Cam sogar schon einmal gedingenst. Und trotzdem schmiert mir der Cam-Link ab. Cam-Link, ne? Größte. Nichts geht über Obstler. Größte. Game aller Zeiten. Sterni. Ja, da merkt man auch einfach, dass du aus Schleswig-Holstein kommst. Ja. Sterni. Schön die Mische mit Sterni. Ekelhaft, ey. Das ist. Hätte ich politische Macht, würde ich das verbieten. Sofort. Oh Gott. Sternmarke. So widerlich, ey. Damit würde ich nicht mal meine Kommode lackieren. Ekelhaft. Dann lieber Korn. Wobei ich sowieso keinen Hartstoff trinke. Ich und Alkohol, wir werden diesem jeden keine Freunde mehr. Keine Behörde kümmert sich drum, weil es einfach niemanden interessiert. Deshalb muss man aber trotzdem darauf hinweisen, damit diese in Zukunft auch daraus lernen, obwohl die meisten von denen auf meine Kritik auch auf gut Deutsch geschissen haben. Und das mit dem, ja, dem Influencer einfach eine Nachricht schreiben. Ja. Sascha meinte selbst, ich habe sie vor dem Video, was ich gedreht habe, ja auch nicht kontaktiert und ihr Bescheid gegeben. Und das... Doppelmoral. Dass er die Doppelmoral da nicht ADM1RAL_HipsterCheerX100. Hätte ich die Macht, würde ich erst Volker Wissing verbieten, Kappa. Ja, das wäre eine Maßnahme. Das wäre tatsächlich eine Maßnahme. Und dass er, vielen Dank für die 100 Bits, dass Jonas Ems die Doppelmoral seiner eigenen Aussage in dem Fall in seinem damaligen Video nicht gesehen hat. Also, das Statement ist bisher wirklich stabil. So, ne? Er sieht sehr viel ein und eigentlich auch die wesentlichen Punkte, die halt offensichtlich lost waren, so, die sieht er auch ein und hat er aufgearbeitet. Und er sagt auch nicht nur, ja, ich sehe das ein, sondern er zeigt dann auch auf, dass er es verstanden hat in seinem Video. So, das ist ein gutes Statement. Das erste gute Statement 2024, nee,
Montes Statement in Bezug zu Leroy, das kam ja auch 2024, das war auch nicht schlecht. Da wurde auch nicht viel rumgedruckst, da wurde auch eingeräumt, dass das hätte besser laufen können und sowas so. Das war auch nicht schlecht. Das ist das zweite gute Statement 2024. VALUS 96 cheered X100. Hätte ich die Macht, würde ich Alkohol verbieten. Das Zeug stinkt. So nämlich. Vielen Dank für die 100 Bits, ey. Habe ich tatsächlich auch nicht. Und ja, es ist halt auch wirklich ein ziemlicher Quatschpunkt. Erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Täter-Creator sein Verhalten tatsächlich ändert, wenn man ihm das in einer Nachricht vorwirft. Und zweitens ist in der Tat den Leuten ja noch nicht geholfen, die zum Beispiel auf Scams reingefallen sind oder noch reinfallen könnten, weil das Ganze ja dann nur privat geklärt worden wäre und es eben nicht das öffentliche Video darüber gibt. Das heißt, es ist also im Zweifel wirklich wichtig, dass das öffentlich ausgetragen wird. Er hat auf jeden Fall das Video von Just Nero gesehen. So, er hat das ja auch hier verwendet, die Kritik verwendet hier drin, in seinem Video. So, die haben sich auch privat ausgetauscht, so, und Nero hat ihm schon ordentlich den Kopf geschüttelt, so. Ihm den Kopf geschüttelt, so. Und das war auch notwendig, so. Der musste da mal ein bisschen auf links gedreht werden, der Junge. So, weil es war halt komplett lost. Es war halt wirklich komplett lost. Und ich glaube halt, viele Aussagen von seinem ursprünglichen Statement sind wirklich Projektionen von Handhaben, die er sich bei seinem eigenen Shitstorm gerne gewünscht hätte. So, weil da war so viel Irrationales und wirklich Uninformiertes und Unüberlegtes mit drin, was eher wirkte wie, wäre ich in der Kritik, würde ich mir wünschen, dass Leute so mit mir umgehen würden. Mit Schwang, für mich persönlich, aber wer bin ich denn? Ich weiß ja nicht, ich sitze ja nicht in seinem Kopf. Und eben nicht nur im Privaten, also auch diese Lösungsansätze von mir, ziemlicher Bullshit. Fünfte Kritik, die Doppelmoral. Mitunter am heftigsten aufgestoßen, das habe ich anhand des Feedbacks bemerkt, bei den Zuschauern, ist die Beobachtung, dass meine Handlungen ja furchtbar doppelmoralisch seien. Es gab eine Vielzahl an solchen Kommentaren. Doppelmoral, 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 Doppelmoral. Auch Saschka hat es scheinbar durchaus bewegt und hat das in einem ihrer letzten Videos kürzlich nochmal angesprochen. Wow, halte Jonas M. zurück. Nicht, dass er noch ein Video mit meinem Gesicht und Thumbnail macht, um sich darüber zu beschweren, dass ich Leute in mein Thumbnail packe. Achso, das hat er schon gemacht. Okay, also. Weil ich das durchaus sehr lustig fand, habe ich mir gedacht, packe ich Saschka in diesem Video nicht nur einmal auf Thumbnail, sondern gleich mehrfach. Ich habe sie sogar an einigen Stellen einfach noch klein versteckt, einfach aus Prinzip. Ich hoffe, sie kann sich ein klein wenig darüber freuen. Nee, aber jetzt ganz kurz mal wieder ernsthafter. Auch Just Nero ist das durchaus aufgefallen. Warum heißt dieses Video nicht Name-Dropping bei Kritik ist schwierig? Warum heißt es, wenn Kollegen kritisieren, ein Geschäftsmodell ist? Warum ist Saschka auf dem Thumbnail statt dem Schriftzug Influencer? Und warum sagst du im Video Leroy, Leroy, Just Nero, Just Nero ist mein Lieblings-YouTuber, der ist voll cool, Just Nero, Kuchen-TV ist Klängern und Klängern, so Alpha-Kerl und Sascha ist ein Jonas, Alicia Joe oder Parade-Ritz, egal ob es ein Just Nero und Sascha oder ein Alpha-Kerl, T-Max, Apoet oder Julienko, meine Kollegen, Leroy, die Militanz-Veganerin, mit Saschkas Video über Julienko, Klängern, Just Nero, Hilfen, Apoet und Julienko oder so, Julienkos neue Freunde. Einfach alle Namen, die er sagt. Wirklich einfach alle Namen. Tanja von der Sascha, von Alicia Joe. Nochmal von der Sascha, von Marvin Hobbs genommen und nochmal von der Sascha. Tanja, Luiso, wie Montana Black, wie Alicia Joe, wie Yasmin Gluten, Leroy, Tanja, Leroy, Montana Black, Leroy, Montana Black, Marcus Prank, Leroy, Leroy, Tanja, Leroy, 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 Einzelvideo nur um diese Person drehen zu lassen, weil das eben in der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert hat. Also der Zuschauer, der das Video aufmerksam gesehen hätte, der hätte bemerkt, dass ich das Phänomen, das ich in diesem Video beschrieben habe, ja durchaus auch bei mir selber beobachtet habe. Ich verstehe natürlich durchaus, woher dieser Doppelmoralgedanke kommt, aber die Kritik, die ich in meinem Video geäußert habe, die habe ich ja auch auf mich bezogen. Und es ist witzig, weil es ist halt nicht zufällig passiert, dass Saschka auf meinem Thumbnail gelandet ist und der Titel so überspitzt war und ich jetzt im Nachhinein merke so, ups, oh, wie doppelmoralisch war das von mir. Ja, ich habe das Phänomen, das ich beobachtet und in vielen Aspekten sehr kritisch gesehen habe, selber benutzt, weil es funktioniert. Und das ist ja... Ja, und das nennt sich Doppelmoral. Dann lass es doch, wenn du es als Problem wahrnimmst. Oder ist es nur ein Problem, wenn es andere machen? Weil das impliziert das ja. Ich habe es ja auch gemacht. Es funktioniert und deswegen ist es jetzt gemacht. Und nicht, weil... Also... Es ergibt ja keinen Sinn, etwas zu machen. Ne? Diese Thumbnails und Titel und sowas so. Wenn man es bei anderen schwierig findet. So, dann
Wenn du es bei anderen schwierig findest und bei dir selber nicht, so, dann ist es ja Doppelmoral. Deswegen hat man ihm ja auch Doppelmoral vorgeworfen in der Thematik. Gerade das, was ich kritisch sehe, dass das eben funktioniert. Dass ich als Content Creator dazu tendiere, bestimmte Videos an einzelnen Personen aufzuhängen, weil sie dadurch performanter sind, ändert doch nichts daran, dass ich das kritisch sehe. Ganz im Gegenteil, genau das soll ja zum Nachdenken anregen. Dass viele Zuschauer jetzt das Video angesehen haben, weil eine Sascha im Thumbnail ist und dass Sascha und Just Nero auf das Video Stellung beziehen, das liegt ja nur daran, dass ich sie explizit in dem Video benannt habe. Mein Video ist also das beste Beispiel für exakt das Phänomen, das ich in diesem Video beschrieben habe. Es scheint nur irgendwie für viele Leute völlig absurd zu sein, dass man das eigene Verhalten, das man an den Tag legt, auch kritisch betrachten kann. Denn, und das sage ich in dem Video, Digga, du spielst hier kein 5D-Schach. Wenn du andere kritisierst, dass sie Personen kritisieren und du dasselbe machst und andere dafür an den Kahn fährst, dass das ja problematisch ist, so, dann bist du nicht nur nicht besser, du stellst dich noch dadurch, dass du sagst, ja, aber das ist ja schon schlimm, dass wir das alle tun, so, über alle anderen, weil du dann den moralischen Finger willst, so. Das funktioniert aus guten Gründen. Und Menschen wie Just Nero und Sascha beschäftigen sich mit deinem Video aus guten Gründen, weil sie sich angesprochen fühlen, weil sie angesprochen wurden. Wenn ich allgemein über einen deutschen Creator spreche, der, wenn es um die Opferschutz geht, einfach komplett reinscheißt, so, und komplett ekelhafte Aussagen in Bezug zur Herkunft bringt, so, dann fühlt sich da niemand angesprochen, dann sieht das niemanden, interessiert auch niemanden. Sich dann aber darüber aufzuregen, dass die Leute, die sich angesprochen fühlen, angesprochen werden. New Donation vom Leonie-0845. Ich finde es kritisch, dass Menschen überfahren werden, also überfahre ich jetzt Menschen und kritisiere mich dafür, um anzuregen, dass es falsch ist, Menschen zu überfahren. 1. Danke. Danke für diese Veranschaulichung der Absurdität. Vielen Dank für die 1. Ich meine, er hätte ja auch einfach etwas Klügeres nehmen können. So, und dem er trotzdem Leute in sein Video reinlocken könnte, um dann dort diese Doppelmoral, diese Problematik aufzeigen können, ohne dass er dasselbe tut und sich aber selber gleichzeitig auch kritisiert, aber trotzdem über die Leute stellt, die es auch machen, weil er ja derjenige ist, der ja self-aware genug ist, dass das, was er macht, problematisch ist, aber die anderen, die das machen, die wissen das nicht. Und deswegen muss er hier mal aufzeigen, wie schwierig das ist. Digga, man weiß doch, wie Social Media passiert. Ich meine, du hast einen Raum voller Leute. So. Und in diesem Raum macht eine Person etwas Problematisches, die du auch tust, so. Dann könntest du natürlich allgemein darüber sprechen, so. Oder du könntest die Person, die adressiert ist, die es macht, die man adressieren sollte, damit sie weiß, dass das zu überdenken ist und damit alle anderen das auch mitbekommen, direkt adressieren. Aber das macht, also, ich verstehe das Problem nicht. Ich verstehe nicht, das ist, ich verstehe den Hirnspagat da nicht, wirklich nicht. Ich meine, rumschreien und rumbeleidigen oder sowas so, ne? Das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Mache ich das manchmal auch? Ja. Kritisiere ich andere Leute dafür, dass sie rumschreien und rumbeleidigen? In der Regel nicht, weil ich nicht besser bin. Ich bin die falsche Person, die das kritisieren sollte. Die allerfalsche Person. Wenn du mit dumm kommst und mich beleidigst oder was weiß ich was, so, und ich die Zeit und die Muße habe, so, dann, Bruder, dann beleidige ich dich auch dumm durch. Das ist mir doch egal. So, ich bin nicht besser. Ich bin ja genauso primitiv, so. So. Also, du Kleiner. So, stelle ich mich jetzt hier hin und kritisierst da, ja, aber du musst ja nicht beleidigen. So, nein, mach ich nicht, weil ich auch nicht besser bin. So. Ich weiß, dass bei mir auch eine Sicherung durchbrennt, so, dann bin ich nicht moralisch besser. Und dann bin ich ja wohl die letzte Person, die sagen würde, ja, aber rumschreist du. So, das macht dann vielleicht derjenige, der nicht rumschreit. So, und dann würde ich sagen, ja, ist völlig okay, du hast ja recht, ich weiß, das ist kacke. Gut, dass du das nicht machst, aber nerv mich nicht. So, also, ich mache da jetzt kein Video, wie gemein das ist, eine ganze Videoreihe über einen kontroversen YouTuber zu machen, wenn er gerade in der Kritik steht, so. Und sagt dann, ja, aber ich mache das ja auch. Das ist doch völlig lost.
Das ist doch. Ich das ist doch völlig lost. Ich verstehe es nicht. Also wirklich nicht. Video ja auch explizit, ich kritisiere ja nicht einzelne Creator dafür, dass sie das machen, sondern das grundlegende Phänomen, dass genau dieser Content eben so gut funktioniert. Aber um das trotzdem ganz kurz einmal zu claimen, die Basis dieses Videos hier soll nicht sein, diesen Content zu kritisieren, denn erstens kommen wir aus Zeiten, in denen in Chicken Wings gebadet wurde oder Bombenpranks gemacht wurden, also ist es toll, dass es diese Art von Kritik-Content gibt, denn der ist viele, viele Ligen besser. Und zweitens ist ja auch das Tolle, dass man oftmals aus diesen Videos auch wirklich was mitnehmen kann. So lernte man zum Beispiel in Saschkas Video über Julienko, dass man eben nicht auf seine Scams oder eben ähnliche Scams, die es so gibt, reinfallen sollte. Also es ist gut für den Zuschauer, sich diese Videos anzuschauen, um sich in dieser Form eben ein besseres Bewusstsein über den Umgang mit sozialen Medien zu schaffen. Kanäle, die ausschließlich darauf... Was wir generell gar nicht in der Gesellschaft haben. Also ich verstehe immer noch wirklich nicht, warum überhaupt in irgendeiner Weise das kritisiert werden sollte. Vor allem hat er in seinen gesamten Argumenten, in seinem gesamten Video, was er ja auch jetzt gerade in seinem Statement-Video bewiesen hat, dass er keine Argumente geliefert hat, warum dieses Video im Allgemeinen ein gutes oder sinnvolles war, glaubhaft gemacht, dass das einen Sinn hatte, das zu kritisieren. So jetzt zu sagen, so ja, aber ich kritisiere ja nicht alle, ich bin ja nicht doppelmoralisch, weil ich kritisiere ja die allgemeine, die Handhabe, also diese gesamte Szene und damit mich auch. So, du hast doch immer noch nicht glaubbar gemacht, warum die Kritik überhaupt relevant ist und warum sie sinnvoll sein könnte, die du hier in deinem Video geäußert hast. Weil alle Argumente, die du geliefert hast, waren Bullshit, wie er auch selber eingeräumt hat. So, deswegen... Er redet sich im Kopf und Kram. Ja, und davon viel zu lange und zu viel wieder. Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist dumm. Das ist dumm. Also, ich setze mich doch nicht als investigativer Journalist, setze ich mich doch nicht hin. Und Meinungsblogger in der Regel sind halt ein Leitpendant in Social Media für investigativen Social Media Journalismus. So. Kann man jetzt überspitzt finden, so, aber nur damit ihr wisst, wo fürs Beispiel. So. Und als Teil dieser Bubble, dieser investigativen Meinungsblogger-Journalisten, denn das ist Journalismus, muss ja auch im Impressum auch angezeigt werden als journalistische Tätigkeit, so, kritisierst du doch nicht die Tatsache, dass man investigativer Journalist ist. Das ergibt keinen Sinn. Vor allem, wenn du es selber machst. So, und vor allem, wenn du selber halt den Anspruch hast, das aufzuzeigen. Und dann sagst du doch nicht dann ja, nachdem du keine Argumente geliefert hast, die in irgendeiner Weise stichfest sind, ja, aber ich bin ja nicht doppelmoralisch, das war ja keine Doppelmoral, weil ich habe mich ja auch kritisiert, so. Ja, mit welchen Argumenten denn? Es war komplett sinnbefreit. Ausgerichtet sind, andere Influencer-Kollegen zu kritisieren. Die gibt es. Durchaus im konstruktiven Sinne, genauso aber auch im satirischen Sinne. Und ich meine, solange die Inhalte auf einer gewissen gerechtigten Kritik fußen, dann habe ich persönlich dagegen nicht viel einzuwenden. Wenn man merkt, dass jemand bestimmte Creator vor allem deswegen kritisiert, weil sie halt gerade relevant sind oder weil halt gerade alle anderen die Person auch kritisieren oder weil die letzten Videos eben besonders performant mit dieser Person waren, dann finde ich das eher schwierig. Aber es ist... Und das wäre ein Argument gewesen. Das hätte er aber glaubhaft machen müssen. Da hätte er aufzeigen müssen, diese Creator kritisieren Creator nur, weil es gerade gut klickt. Dafür musst du aber die Arbeit investieren, das auch aufzuzeigen, belegen zu können. Das hat er nicht gemacht. Er hat einfach alles in einen Topf, ordentlich gerührt und einen Umschlag gemacht. So. Und das ist ihm ja auch zum Verhängnis geworden. Das wäre zum Beispiel ein gutes Argument gewesen in der Thematik. Ob man dann auch wirklich Person X oder Y zum x-ten oder y-ten Mal kritisieren sollte. Das wäre ein gutes Argument gewesen, vor allem, wenn schon alles gesagt wurde, die Person, die gerade kritisiert, das selber auch schon tausendmal gesagt hat, so, das wäre ein gutes Argument gewesen. So, aber das hat er ja nicht glaubhaft gemacht, er hat es nicht aufgesagt, er hätte sein ganzes Video darauf stützen können. Und es gibt so viele Kanäle, die dokumentieren, wenn irgendjemand Problematisches nur einfach laut atmet und da wird dann 10 Videos draus gemacht, weil die wissen, dass es klickt, so. Die gibt es. Dann könnte man diese Art von Kanäle aufzeigen, so, hey, das ist die Praktik, muss man das wirklich tun? Und sich nicht an Leuten wie Just Nero, Parabelritter, Saschka, Alicia Joe, KuchenTV und wie sie alle heißen, abarbeiten, die in der Regel, das eben nicht so tun. Und es gibt genug Creator, die das so tun. Also diese eklige Schmutzhandhabe, die einfach aus der Mücke Elefanten und dann halt 30.000 Jahre darauf rumreiten. Die gibt es. Und die werden ja aber auch von Meinungsbürgern kritisiert, wegen ihrer Handhabe. Hat er aber nicht gemacht. Er hat einen Rundumschlag über die ganze Szene gemacht. Und ich verstehe nicht, warum da jetzt... während des Ruderns plötzlich wieder vorwärts gefahren wird.
halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch Fälle, in denen kann man nicht genug über eine Person sprechen oder in denen können nicht genug Leute insgesamt darüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass darüber eben gesprochen wird. Und dann ist es eben auch ganz klare, konstruktive Kritik an einem bestimmten Fall und nicht einfach nur lasches Ablästern. Aber ganz klar, das, was ich da gesagt habe, ist natürlich eher in den Hintergrund gerückt durch einige andere Aussagen, die ich getroffen habe, die eben... Alle Argumente, die Unsinn waren, die halt nicht in irgendeiner Weise tragbar waren oder sinnhaft waren. Alle Argumente, die davor kamen, vor dem Statement, vor dem Fazit effektiv, waren ja, also sein Lösungsansatz, der war Bullshit, hat er selber eingesehen. Dann, die Doppelmoral in dem Titels und Thumbnails und die Dynamik dahinter, war Bullshit. So, dass man die Leute ja privat eher, so, das war alles Bullshit. Also er hat in seinem Video nichts glaubhaft machen können, was es an Problemen gab, hat keine umsetzbaren Lösungsansätze gezeigt und hat dann ein Fazit darauf aufgebaut. Bisher stand nur das Fazit im Raum. Und dass das auf Treibsand gebaut ist und deswegen nicht griffig und sinnhaft ist, so, ist ja offensichtlich. Ich kann in einem relativ gemäßigten Fazit natürlich alles relativieren, was ich vorher an Blödsinn gesagt habe, so, aber das macht das Fazit ja nicht gut oder sinnhaft. Er hätte auch nur das Fazit hochladen können, und das wäre wahrscheinlich ein deutlich besseres Video gewesen. Aber das jetzt zu verwenden... und deswegen, weil er hat jetzt gerade aufgehört zu rudern. Und das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil er hat immer noch... 90% seiner Aussagen waren halt immer noch Blödsinn. Mitunter einfach Unsinn waren. Und ich muss auch dazu sagen, das Video insgesamt war in Aspekten schon einfach auch missverständlich oder könnte sehr konfrontativ rüberkommen. Was? Und dass sich eine Sascha oder auch ein Just Nero ein Stück weit ans Bein gepisst fühlen, das kann ich nachvollziehen. Und deswegen ist es mir... Weil du ihn ans Bein gepisst hast. Er hat halt generell alle Creator kritisiert für die Handhabe, die schlimmste Art von Creator macht, dabei keine Differenzierung aufgezeigt. Also klar gesagt, was genau ein Problem ist, bei welchem Creator, sondern einfach mal alle in einen Topf so. Und dass man gerade, wenn man einen Just Neo, der sich wirklich viel Gedanken macht, was für ein Content und welche Leute er kritisiert und ob er die kritisieren sollte wegen seiner Reichweitenverantwortung und sowas so, dass man dann solche Leute vor den Kopf stößt, so, das ist klar. Also Digga, natürlich. Auch wichtig, in diesem Video diese Aussagen aufzuarbeiten und zu meinen Fehlern zu stehen und die eben auch zu korrigieren. Mir ist vor allem auch eine Sache klar geworden und die möchte ich euch gerade unbedingt noch mitteilen. Wenn Influencer-Roasts dein Hobby sind, so, jetzt habe ich mich nicht nur mit anderen Content-Creatern verscherzt, sondern auch direkt mit den Zuschauern, super. Wenn Influencer-Roasts dein Hobby sind, ich glaube, für das, was ich eigentlich mit meinem Video aussagen wollte, hätte dieser Titel viel besser gepasst und ich erkläre euch warum. Ich denke, das, was ich mit meinem Video eigentlich sagen wollte, sind folgende Dinge, die mich an der Gesellschaft generell stören. Beef und Roasts unterhalten so viele Leute. Ich verstehe total, dass es wichtig ist, Leute über UpRed-Scams und Fake-Gewinnspiele aufzuklären. Und das auch als oberstes Gebot oder Mission eines Videos zu verstehen, ist auch total berechtigt. Allerdings sind nun mal die hunderttausenden Zuschauer von einer Sascha oder einem Just Nero jetzt nicht nur die besagte UpRed-Community oder Tanja-Fans, die aufgeklärt und gewarnt werden müssen, sondern der größte Teil sind wiederkehrende Stammzuschauer und damit vor allem Leute, die auf diese Art von Content stehen. Irgendwie fühlt es sich halt gut an, wenn eine Tanja zurechtgewiesen wird. Irgendwie fühlt es sich nice an, mitzubekommen, wie ein Leroy seinen dritten, vierten Skandal hintereinander hat. Irgendwie ist es mega spannend, dass heute der nächste Coach auseinandergenommen wird. Das ist, Achtung, keine Kritik an Sascha, an Just Nero oder Alicia oder irgendeinem anderen Meinungsblogger. Denn der Content hat Mehrwert, er warnt, beschützt Leute, klärt auf. Aber es wäre sehr naiv zu denken, dass alle Leute oder auch nur ein Großteil der Leute, die die Videos schauen. Also ja, es geht ja beides, ne? Es geht ja beides. Du kannst engaged sein mit dem Content und gleichzeitig halt einen Mehrwert haben und aufgeklärt werden. So ein Nischen, also in Bubble, in der Bubble Social Media, ein Nachrichtenportal, wo du halt mitgenommen wirst. Das ist effektiv meine Blogger-Szene. So. Gossip, Nachrichten, Bezug auf Social Media. So. Das Ding ist, checkt er, dass dasselbe, was er gerade kritisiert, er halt auch über AssiTV kritisieren kann und alles, was mit diesen ganzen Romanzen-Gedöns und sowas, hier Berlin Tag und Nacht und wie diese ganzen Rummelsachen, da geht es auch immer nur um Drama. Und sind Dramen dann generell problematisch, weil Konflikt ja das Problem ist, was in Dramen das Interesse zieht? Und sind dann auch Filme, die in den Dramen existiert, problematisch? Weil die haben ja auch ein gewisses Drama und
dann Unterhaltung für Jugendliche, also so Klassenfahrt-Video-Blödsinn-Schmutz-Serien-Scheiße, ist das auch problematisch, weil da streiten sich ja Leute und da gibt's Drama. So, alles, was in irgendeiner Weise Konfliktpotenzial hat, ist spannend. Automatisch. Warum ich das weiß? Weil es effektiv das ist, was du als zum Beispiel Buchautor versuchst zu involvieren. Konflikt. Wenn Peace, Friede und Harmonie ist, das liest niemand. Es liest niemand, es interessiert niemanden. Wenn es allen gut geht, ist langweilig. Das Leben als solches ist ein großer fortführender Konflikt. New Donation from Leonie-0845. Wenn ich einen Influencer gerostet haben will, mache ich das selber. Und wenn du Leute für ihre Konfliktgeilheit kritisieren willst, du das aber versuch nicht, fünfte Schach zu spielen, während du den Part der Taube übernimmst. Eins. Es ist halt gerade, also vielen Dank für die Eins, aber ja, es wirkt halt gerade echt so, als würde er jetzt gerade Taubenschach spielen wollen, so. Am Ende dann doch nochmal gesellschaftlich relevante Kritik reinstreuen, um mit einem Win aus der Thematik rauszugehen, so. Weil das ist halt, also ja, du hast am Anfang gerade gut gerudert, das war wichtig und richtig, der Take, das Video war komplett Schmutz, aber jetzt nochmal so, ja, aber die Gesellschaft ist zu Drama geil, so. Bruder, Konflikt ist halt das, was wir alle gemein haben. Das ist ein universales Erlebnis, Konflikt. Und das lieber zu erleben, in Form von ich sehe das, ist besser als ich erlebe das in meinem Alltag. Weil du kannst zu jeder Zeit abschalten, Distanz nehmen. Es ist was anderes, wenn du in deiner Familie regelmäßig, keine Ahnung, zuguckst, wie dein, Vater sich einen Turm stellt und deine Mutter eine halbe Stunde anschreit, so. Das ist was anderes, als das im Fernsehen zu gucken. Im Fernsehen kannst du sagen, ja, alles klar, ich hab nicht mehr so einen Nerv, das ist mir gerade too much oder schockt mich nicht mehr, ich halt aus. Im realen Leben in die Richtung Abuse und Unsafe Environment und so ein Shit so. Und dass man diese Art von Dinge, für die wir alle relaten können, die wir alle erleben können in der Realität, Konflikt, dass man die eher von außen beobachtet, ist doch logisch. Wenn man das ein Stück weit weiterdenkt. Horrorfilme. Niemand will in einem Horrorszenario sein. Aber es ist anscheinend irgendwie unterhaltsam, das zu beobachten. Auf deine eigenen Terms. Und du kannst halt sagen, ja, das ist mir zu much, jetzt mache ich den Film aus. Geh da raus. Geh aus dem Kino raus oder sowas so. Aber du willst ja nicht unbedingt, keine Ahnung, von einem Monster durch den Wald gejagt werden. So. Das, was da die treibende Kraft ist, ist der Konflikt. Das Drama. Ist das problematisierbar? Bestimmt, also... Klar, so, aber, also es ist halt lost. Ich check nicht, warum man das auf Krampf problematisieren möchte. Menschen craven nach emotionalem Content. Und Drama, Konflikt ist inhärent emotional. Ich meine, er kann sich ja genauso gut hinstellen und einfach seitenlange Texte vorlesen, wo wer was Schlimmes getan hat, wenn es um Tierschutz geht. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sich das kaum jemand geben wird. Weil es nicht, es ist inhärent emotional, weil es um Tierschutz geht, so. Aber es ist halt nicht ansprechend in dem Sinne, wie ein Mensch das halt braucht, damit er halt engaged bleibt, die Aufmerksamkeitsspanne aufrechterhält. Wenn du einfach nur einen weißen Bildschirm hast und einfach nur Fließtext, den du selber lesen kannst, so. Das ist einfach eine Zeitung nur im Internet. Und genau dieses Vakuum von Unterhaltungsmedium schafft halt Drama-Content. Dass du informiert wirst, du hast emotionalen Content, mit dem du relaten kannst, teilweise Personen, mit denen du eine parasoziale Beziehung hast. Und Dinge, die dich interessieren, die relevant sind. Sodass das ein Problem ist, ich verstehe das nicht. Guck dir halt keinen Schmutz an. Keine Schmutz-Creator an, die mit Clickbait versuchen, Drama zu melken. So. Aber das ist ja eine Art des Extrems in der Meinungsszene. Die gibt es, die Creator. Die einfach nur irgendwie, der ist gestorben. Und dann halt 10 Minuten über irgendwas reden, was nichts damit zu tun hat. So. Und die werden kritisiert und die hassen alle. So, aber das ist ja nicht die Mehrheit. Ich verstehe nicht, was der Take jetzt gerade soll. Verstehe ich nicht. Rein aus der Motivation, die Videos anklicken, um sich zu schützen oder sich aufzuklären. Die meisten Leute sehen diese Art von Videos, um unterhalten zu werden. Und ja, ich bin da jetzt mal ganz ehrlich mit euch, da hat sicherlich auch die Frustration aus mir rausgesprochen, dass sich so viel mehr Leute für Julienkos Trennung interessieren, als für die industrielle Tierausbeutung. Ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist aber auch ganz... Diese Menschen sind mit... Also ich interessiere mich für meine Familie auch mehr als für die industrielle Tierausbeutung. Also sorry, ich interessiere mich halt für Dinge, die mich direkt beziehen,
Also meine Menschen aus meinem direkten sozialen Umfeld interessieren mich in der Regel auch mehr als für Kinder in der dritten Welt, die verhungern. Sorry, es ist halt... Wenn ich interessiere mich ein Stück weit mehr, wenn mein Haus brennt, als wenn ein Haus auf der anderen Seite der Stadt irgendwo bei einer Person brennt, die ich nicht kenne. So. Das ist halt irgendwo menschliche Natur. Und das kannst du doch Leuten noch nicht zum Vorwurf machen, dass die Generation, die mit Julienko und Bibi, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich nicht Teil davon bin, groß geworden sind, dass die ein riesen Interesse daran haben, zu beobachten und weiter zu verfolgen, wie deren Leben weiterläuft, wenn die so groß geworden sind. Parasoziale Beziehung ist eine Sache. Teilweise empfinden manche Menschen mit Creatern eine ähnliche Beziehung, eine ähnliche Bindung wie mit Menschen, die sie wirklich kennen. Das ist kein Hirngespinst. Und du kannst halt keine parasoziale Beziehung zu Tierschutz-Content aufbauen. Empathie und Mitleid und hier aktionsgetriebene Motivation und sowas. Ja, das alles schon so. Aber es ist halt echt noch was anderes. Also what the fuck? Ist das halt Äpfel mit Beeren? Deutlich niemandem übel zu nehmen, auch nicht dem Zuschauer. So ganz allgemein gehaltene Aufklärungsvideos, vor allem wenn es um schwere Themen geht, die sind halt einfach anstrengend und die guckt man sich nicht so gerne an. Wenn hingegen TikTok... Was ja auch nicht stimmt. True Crime ist halt am Hypen. Die Leute interessieren sich eben für... Wir haben doch letztens im Stream, das hat auch 1 Million Aufrufe gehabt, hier das mit Südkorea. So, das ist ja schwerer als das geht's kaum. So, das stimmt ja auch nicht. Es kommt dann auf die Machart an und auf die Nische. So, und wenn man da persönlich unzufrieden ist, so, dann ist das ein Du-Problem. Hops genommen werden dafür, dass sie so dumm sind, für ihre minderjährigen Zuschauer Werbung für Alkohol zu machen, dann ist das einfach unterhaltsamer und man guckt sich das lieber an. Ich fand's sogar unterhaltsam zu sehen. Also, das verstehe ich jetzt wirklich nicht, ne? Also, das verstehe ich jetzt wirklich nicht und es macht mich wütend. So, weil das ist eine so nah herangezoomte und teils auch ein bisschen verblendete Perspektive. Was ich verstehen würde, den Talk, den würde ich verstehen, wenn es um die Art Videos geht. Das würde ich verstehen. Diese Frankfurt-Tinder-Videos, das würde ich verstehen. Dass diese Videos 150.000, 300.000, bei Monte 290.000, 300.000, 400.000, dass der 372.000 Aufrufe hat mit so Schmutz-Content, würde ich verstehen, wenn es um solche Videos gehen würde. Das ist einfach nur plumpe, dumme, hirnbefreiende Unterhaltung. Da gibt es keinen Mehrwert, da gibt es keine Aufklärung, da gibt es keinen wie exposen. Das ist einfach nur Menschenzoo. Guck mal, wie assi, guck mal, wie dumm diese Leute sind. So. Würde ich verstehen, wenn er mit diesen Takes solche Content meinen würde. Meint er nicht. Hier geht es explizit um Menschen mit einer starken parasozialen Beziehung, mit stark ausgeprägten Communities, die teilweise wirklichen Einfluss haben innerhalb des Creative Space. So. Und ich verstehe das, deswegen, ich verstehe den Take nicht. Null, wirklich null. Just Nero mein Video auseinandergenommen hat. Das ist einfach unterhaltsam. Ich habe halt nur irgendwie das Gefühl, dass wir als Gesellschaft eher dazu bereit sind, uns mit individuellen Fehlern einzelner Personen auseinanderzusetzen, als uns auf breitere, systematischere Probleme zu fokussieren. Das ist aber keine Kritik an den Creatern. Das stimmt ja auch nur bedingt. Also, es ist ja auch nicht so. Es kommt auch darauf an, was... Also... Ich verstehe ihn nicht. Und das ist halt das, warum ich ihn nicht mag. Das sind halt so Perspektiven so. Der hat so eine gewisse Vorstellung im Kopf. So. Und anstatt das mal zu prüfen, mal zu hinterfragen, ob das auch wirklich so ist oder ob das nur sein Eindruck ist, den er hat, so, haut er das raus und glaubt das auch. Das Ding ist, ja, manche Creator machen eher auf einer persönlichen Ebene Content und diskutieren eher persönlich die Dinge von anderen Leuten, die falsch machen. Andere Creator machen das nicht. Anstatt jetzt auf die einzugehen, die das machen, also nur Gossip-Content so und das zu kritisieren, wird einfach generell gesprochen so. Also ein Parabelritter, auch wenn ich seinen Content, seine Videos nicht feiere, macht nur systemkritische Videos. Nur. Der hat keine, oh, diese eine Person, die ist ja schon wieder in der Kritik.
So, der macht nie solche Videos. Und wenn, bei Leo hat er auf dem zweiten Kanal hat er das gemacht, so. Und auf dem Hauptkanal, als es um Rhetorik ging. Und da ging es allgemein um Populismus auch. So, das sind systemrelevante Videos. Oder gesellschaftskritische Videos. Ein Just Nero, der macht sowohl als auch. So. Jasmin Gnu zum Beispiel, die macht das doch auch. Die redet andauernd über gesellschaftskritische, systemrelevante Themen. So. Also es gibt ja Creator, die das machen. Du musst ja nur gucken. So, und die haben auch ihre Reichweite. Und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt Creator, die machen das halt nicht. So. Ich meine, ich würde das auch gerne machen. Mehr, viel mehr größere Themen machen. So. Das Ding ist einfach, ey, ich sitze hier im Stream, ich bin jetzt mittlerweile Vollzeit, ne, Content-Creator so. Ich habe keinen Cutter. Ich verdiene gerade genug, um meine Miete zu zahlen und um wieder runter zu kommen. So. Ich kann mir das nicht leisten, mich hier hinzusetzen und 3 Wochen lang an einem Video zu arbeiten, das keine Reichweite kriegt, das vielleicht 3000 Leute sehen so und mit mir vielleicht 10 Euro einbringen. So, und ich dabei halt aber 90 Stunden Arbeit reinböller. So. Während der Kecko hier in seinem verkackten Studio sitzt, so, das mehr kostet als mein verkacktes Leben, so, und darüber rumjammert, dass zu wenig Creator zu wenig systemrelevante Videos machen. Mach du das doch, du hast genug Geld. Was ist denn dein scheiß Problem? So, der sitzt in seinem fucking Elfenbeinturm und ärgert sich darüber, dass nicht jeder andere Creator 10 Jahre lang Content macht, so viel Kapital angesammelt hat, dass er eine eigene fucking Redaktion hat, um riesige Videos zu machen, so. Dann mach das doch, Alter. Wir können ja mal gucken, ob er das denn macht. So, ob er dann wenigstens da nicht doppelmoralisch ist, so. Ob dann die Mehrheit seiner Videos gesellschaftskritisch und groß und relevant sind, so. Weil ich werde schon wieder Matt hier, ohne Witz. Dieses bedeutungsschwangere, diese Leute und sowas. So, meine Güte. Sein Statement-Video ist natürlich auch gesellschaftskritisch, weil es ein Statement-Video dann. Wahljagen ist peinlich. Okay, ist großes Thema, gebe ich zu. Kampf der Geschlechter. Großes Thema. Haben wir schon 2 von, ne? Haben wir schon 2. Fette Frau, kleiner. 5 Dinge, wie man heute gecancelt wird, so. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein großes, gesellschaftlich relevantes, wichtiges, großes Thema ist. Würde ich nicht sagen. Warum das Internet Beziehungen zerstört, sind die großen Themen, die die Welt bewegen. Auf jeden Fall. Er geht mit seiner Reichweite und mit der Plattform und mit dem Geld, was er mit seiner Plattform, mit seinen 2,9 Millionen Abonnenten aufgebaut hat, geht da richtig gut mit um, dass er halt solche, die wirklich wichtigen Fragen unserer Gesellschaft klärt. Warum das Internet Beziehungen zerstört. Danke, dass du mit deiner verdammten Reichweite die wichtigen Fragen löst, so. Reich sein als Jugendlicher, wie ist das? Wenn er in diesem verkackten Video über sich selber redet, rast sich komplett aus. So, dann geht's hier wieder über Tierschutz, also ein großes Thema. Klimawandel, Tierschutz, wichtig, große Themen, so. Leggings, schlimmer Trend, ein Nischenthema. Wenn es um Beauty-Standards geht, würde ich es auch nicht sagen, dass das die Welt bewegt, so, nach seinem Maße. Verbessert jetzt nicht die Welt, darüber aufzuklären, über einen toxischen Schönheitstrinks. Aber ich meine, vielleicht müssen wir an der Stelle vielleicht mal wieder Mickey danken. Dieses Video, Abtreibung. Bruder, warum er als Mann zur Abtreibung das Wort zum Sonntag hat, keine Ahnung. Du kennst dich anscheinend in dem Thema aus und musst unbedingt deinen Senf dazu geben, weil 1000 Frauen haben nicht schon Videos zu diesem Thema gemacht. Du wirst auf jeden Fall eine nuancierte Meinung zu dieser Debatte hinzufügen können. Hier mal wieder was über Wölfe. Tierschutz, wichtig und richtig. Er hat ja nur 2,9 Millionen Abonnenten. Wichtig, dass er sich herablässt, mal wieder über solche wichtigen und großen Themen spricht. Drogen und Sex. Wie kaputt ist unsere Jugend? Auch schon wieder so ein Riesenthema. Das ist schön. Stop Gender Reveal Party. Digga, also weit. Mein letztes Wort für dieses Jahr. Ich stelle mich meiner Vergangenheit. Wir testen verrückte vegane Produkte. Das letzte Video von Leroy. Top-Kommentare unterschätzt. Eine unterschätzte Gefahr. Zum Glück macht er das alles richtig. Zum Glück macht er das alles richtig.
keine Kritik an den Zuschauern, ist es einfach eher eine gesellschaftliche Beobachtung. Darauf hätte sich das letzte Video eigentlich fokussieren sollen. Und das war, glaube ich, auch im Kern das, was mich gestört hat. Und ich habe es einfach an den falschen Leuten aufgehangen. Ich hoffe, ich konnte mit meinen schlecht erarbeiteten Punkten aufräumen und diese korrigieren. Ich danke ganz herzlich für die konstruktive Kritik, bestelle natürlich ganz liebe Grüße raus an meine YouTube-Kollegen. Yes, also. Und bin natürlich sehr gespannt auf alle Meinungen in den Kommentaren. Freue mich auf das, was ich dort zu lesen kriege. Wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und bis ganz bald wieder. Bis nächste Woche Montag um 18 Uhr. Bis dann und ciao. Der, ich muss mich zusammenreißen, nicht löschig zu schreiben, ohne Witz. Was war denn der letzte Rest schon wieder? Mein Gott, warum können Leute am Ende des Videos nicht einfach mal... Es geht mir auf den Geist. Also das letzte Rest war komplett los, Alter. Ich denke, Top-Kommentare sind gefährlich. Wieso freut er sich auf Kommentare? Weil seine Kommentare besser sind. Ey. Also das Ende hat mich auf jeden Fall wütend gemacht wieder. Ich kann den Kerl auch nicht haben. Das war zum Ende schon noch ein bisschen schön passiv-aggressiv. Das Ende war halt schon ein Stück weit passiv-aggressiv wieder. Der Kerl, also der geht mir auf den Geist wie Sau. Ohne Witz, der geht mir Retalk auf den Geist wie Sau. Das Ende war genau derselbe passiv-aggressive. Aber die Gesellschaft wertschätzt meine Art und Weise, wie ich den Content machen wollen würde. Würde die Gesellschaft mich zwingen, nicht doll genug zu schätzen. So, Digga, dann mach's doch anders. Aber dann wäre man wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich. Sondern das ist natürlich auch kacke. Geld schmeckt dann doch wieder besser. Dann lieber dasselbe machen und sich darüber beklagen. Oh, ich bin so reich mit den Dingen, die ich verabscheue. Ich weine mich in mein Kopfkissen voller Geld über die gemeine Gesellschaft. So, Digga, keiner zwingt ihn, 2,9 Millionen Abonnenten zu haben, die Aufrufe zu machen, die er macht, so. Nach seinem Rebranding. Keiner zwingt ihn, das so weiterzumachen. Er selbst zwingt sich dazu. Keiner zwingt dich. Du musst kein großer Creator sein, wenn du nicht möchtest, dass du dich gegen deine eigenen Ideale stellst, so. Ich meine, ich könnte bestimmt auch so viel mehr Reichweite machen. Ich müsste wahrscheinlich wesentlich mehr auf KuchenTV reagieren, so. Dann würde ich bestimmt auch richtig viel mehr Reichweite machen. Mache ich aber nicht. Ich reagiere auf ihn, wenn es mich interessiert oder wenn es für mich relevant ist. So. Und da er nicht so oft Videos macht, die für mich relevant sind, reagiere ich nicht auf Krampf, nur für Reichweite auf ihn.